Chinesische Schriftzeichen faszinieren die Menschen seit Jahrhunderten. Wie sie seit der Antike geschrieben werden und wie uns moderne Technik heute bei ihrer Erkennung hilft, das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Seit ihrer Erfindung vor über 3000 Jahren verlangen chinesische Schriftzeichen denjenigen, die sie lernen wollen, einiges an Übung ab. Es kursieren viele falsche Vorstellungen über chinesische Schrift. So handelt es sich bei den Zeichen zum Beispiel nicht, wie häufig angenommen, um Bilder. Wie jede andere Schrift bildet auch die chinesische zunächst Sprache ab und die ist lautlich. Jedes Zeichen steht deswegen zuallererst für eine Silbe. Im alten China waren die meisten Wörter einsilbig, weshalb ein Zeichen dann für ein ganzes Wort stehen konnte. Heutzutage sind die meisten Wörter allerdings zweisilbig. Es braucht also auch zwei Zeichen. Die Zeichen setzen sich aus einem bestimmten Grundstock an Strichen zusammen, die sich wiederholen. Und es gibt Regeln, in welcher Reihenfolge welcher Strich geschrieben wird. Die meisten chinesischen Schriftzeichen bestehen aus zwei Teilen. Ein Element, das Hinweise auf seine Aussprache birgt, und ein bedeutungstragendes. Das hier zum Beispiel ist das Element mit der Bedeutung Wasser. Es taucht in vielen Zeichen auf, die mit Flüssigkeit zu tun haben. Zum Beispiel in dem Wort Meer oder in Suppe oder im Verb fließen. Früher waren chinesische Wörterbücher nach diesen Elementen sortiert. Das Suchen konnte also einige Zeit dauern. Heutzutage können wir die Zeichen einfach mit unserem Finger aufs Smartphone schreiben. Ein schlauer Algorithmus erkennt sie sofort und schlägt sie im Wörterbuch nach. Ihr wollt auch Chinesisch lernen und mehr über das Land erfahren? Dann kommt zu uns an die FAU.